Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. Ja, wir sind, in der letzten Folge haben wir die Stadt ein bisschen ausgebaut, hier alles ein bisschen umdesignt. Wir mussten Züge neu kaufen, weil wir hatten Zugcrash. Was ist jetzt nicht so die beste Story natürlich ist zum Start. Aber hey, wir sind gut voran, wir sehen schon, die Stadt baut sich aus. Die haben hier jetzt auch schon gebaut, wo wir die neuen Plätze hingebaut haben. Also sie nutzen unser Platzangebot, was wir machen. Und das bedeutet, ich würde heute mit unseren... Oh, wir haben nicht so viel Geld. Ich habe so viel jetzt Geld schon wieder rausgeschmissen. Aber mit dem Geld, was wir jetzt machen, noch einen zweiten Holzzug erstens einführen, um die Produktion hier hochzuhalten. Außerdem würde ich dann in der Nähe eine eigene Produktion stellen. Ich würde hier versuchen, alles abzureißen, das mein Produktionsgebiet zu nennen. Weil ich würde hier gerne ein Holzträger-Produktionslager hinbauen, das dann hier Holzträger und Holzbretter produzieren kann. Was wir dann ausliefern können in alle Richtungen. Dafür müssen wir halt Platz in der Nähe von den Bahnhöfen haben. Oder wir bauen in der Zukunft Mittelsmann-Bahnhof, von wo aus wir alles verwalten können. Das wäre natürlich auch eine Idee, dass wir in Zukunft, keine Ahnung, hier uns eine Fläche nehmen, sagen, hier zum Beispiel, hier ist relativ flach. Hier kommen drei Transportbahnhöfe nebeneinander hin und Lagerplätze ohne Ende für alles Mögliche. Und dadurch wird dann alles umgelagert und umgeschoben und die Züge können sich alles nehmen, was sie brauchen. Aber aktuell ist alles gut, es läuft gut, wir haben genug Geld. Die Kohle hier, ja, das ist natürlich ein anderes Problem. Aber wie gesagt, mich interessiert eher die Stadt. Ich würde die gerne zur Größe bringen. Und dafür müssen wir halt schauen, dass die auch wachsen kann. Und die wächst auch halt langsam. Sie wächst mir zu langsam. Sie ist eine durchschnittliche Stadt, die Wirtschaft ist durchschnittlich. Passagierabdeckung ist lustigerweise schlecht. Aber das werden wir ändern, indem wir dann hier überall Busse gleich mal rumfahren lassen. Aber als erstes gehen wir hier auf City und machen einen Ausbau. Wir sind gewachsen. So, was ich jetzt gemacht habe, noch kein Plan. Ah, schämlich, kostet 2,8 Millionen. Und Winterberg hat irgendwie nur... Warte, da gibt es eine Stadt, die heißt Winterberg. Wo ist diese Stadt namens Winterberg? Ah, das sind noch kleine Städte. Guck dir mal an, so süß, 100 Einwohner. Da sind wir die Riesenstadt geworden mittlerweile schon. Einfach die fetteste Stadt auf dieser Welt. Nee, wie gesagt, also hier... Mike, nur wie... Da bauen wir mal eine Busanbindung. Da bringt sich ein Schienennetz nichts. Aber wie gesagt, wir haben 400.000. Jetzt können wir uns auf jeden Fall... Was ich schade finde, dass du nicht sagen kannst, hey, ich habe den Zug. Ich würde den gern kopieren. Wo gibt es da meine... Wo gibt's da meine Kopierfunktion? Ich hätte gerne die... Wie viele Wagen hat er? Eins. Also 8 Holzwagen haben wir. 8 Holzwagen, gut. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kann man nicht rein, stehen ja umdrehen. Was bringt sich denn das so? Duplizieren und was kann ich hier machen? Ersetzen. Okay, also gut zu wissen, dass das funktioniert. Du kostest aber weniger als davor. Kann es sein? War da nicht noch ein Hänger mit dran? Ist wurscht. Wir kaufen dich jetzt. Und machen deine individuelle Route. Speichern als Holz zu Pirchtenstedt Transfer. Oh, lol, der kriegt jetzt automatisch einen Namen. Geil. Dann sagen wir hier, hey, du wirst Holz zu Pirchtenstedt Transfer. Und wir setzen dich auch direkt ein. Jetzt kommt der eine Holztransporter und der nächste fährt schon. Wenn wir dann ein gutes Timing natürlich finden, wäre das natürlich genial. Dann brauchen wir nur einen Zug. So. Der fährt wieder, dann müsste der andere auch schon weg. Ja, perfekt. Schau, so wollen wir das. Wenn die sich nicht im Weg stehen, ist alles super. Aber wenn wir jetzt natürlich dann die Produktion höher halten können, können wir auch hier bald mit einer Holzproduction hoffentlich anfangen. Labore haben wir schon. Ah, hier eine Kreissäge zum Beispiel. Wäre es ja dann. Mit der Kreissäge können wir dementsprechend was anfangen. So, jetzt fährt der an. Ja, die Holzträger, ich kann da gerade nichts gegen machen. Holzträger habe ich noch keine Produktion für.
Wo sind die Holzträger gewesen? Oh, das ist schon gestorben. Hops. Und jetzt haben wir einen Stau. Und da ist wieder unser Kreiselsystem jetzt kacke, weil die jetzt hier alle im Stau stehen eigentlich. Jetzt fährt er, packt sich nach drüben, perfekt. Jetzt fährt er. Jetzt fährt er. Er wartet kurz. Und jetzt fährt er. Der andere Holzträgerproduktion muss doch schon wieder zurückfahren, oder? Hast du nicht fertig geladen? Jetzt aber, oder? Los geht's ja. War auch Zeit, der andere ist schon unterwegs. Mal schauen, wie schnell wir die Holzlage leer kriegen. Lol, warum ist denn der jetzt gestoppt? Ne, okay, die Züge sind jetzt zu lang. Wir brauchen einen neuen... Also wir brauchen erstens eine höhere Holzproduktion, weil die kommt jetzt überhaupt nicht mehr hinterher. Deswegen fährt der halb leer. Die sind jetzt total happy, aber... Ich bin's nicht! Weil wir pausieren jetzt mal. Und bauen hier einfach Neumünster Nord ab. Wir können uns das ja jetzt leisten, ein bisschen sogar. So. Und dann nehmen wir hier die Schienenstationen. Ich hätte gerne einen Güterbahnhof auf der Länge von 100 mal 2. Oder machen gleich. Ich wette mit dir nicht, dass das irgendwann mal noch ein riesiges Problem wird. So. Dann müssen wir nicht hier alles umdesignen. Also jetzt, das ist jetzt wieder provisorisch gerade, was ich hier mache. Wie immer, alles provisorisch. Das liegt jetzt so beschissen, dass ich... Das gibt's doch gar nicht. Ich will doch nur... Ich will doch nur hier das eine Gleis anschließen. Komm schon, das kann doch nicht so schwer sein. Wie beschissen kann man Schienen legen? Ja, dann müssen wir dann nochmal... Oder wir machen ein eigenes Abfahrtsgleichen und dann... Ja, ich probiere mal was. Nee, das bringt sich ja gerade nichts. Wir brauchen eigentlich gerade diese eine Schiene. Und das ist Neumünster Nord immer noch. Also sollten ja rein theoretisch die Züge weiterfahren können, oder? Und sobald wir zwei Bahnhöfe haben, können wir die Produktion halt auch wieder erhöhen, weil dann fährt einer, zwei laden und entladen oder sowas. Und wie gut passt du rein? Ja, er passt! Oh mein Gott, er kann gut laden. Ist ja quasi schon ein Segen. Bleibt der eine stehen, der andere fährt. Warum ich auch immer hier ein Wechselgleis eingebaut habe, ich weiß es nicht. Ah genau, die Produktion kommt ja auch nicht mehr hinterher, da war was. Production. Nee, keine Lagerhäuser, sondern Produktionsbetriebe. Sägewerk. Das ist der nächste Produzent jetzt. Weil wir haben jetzt halt so eine hohe Produktion im Grunde, dass nichts mehr hinterherkommt. Kommt der erste Holztransporter. Da kommt auch gleich schon der zweite. Also die haben natürlich jetzt ein gutes Timing eigentlich. Die pumpen jetzt auf. Jetzt kommt der nächste. Schaffen wir es wieder alles leer zu kriegen? Nein, nicht ganz. Perfekt. Wenn wir gut abladen, dann ist es natürlich noch besser. Frage ist, sollten wir für schlechte Zeiten rein theoretisch noch ein zweites Lager aufbauen? 21.000 mit einer Lieferung. Oh, das ist lecker. Oh, das ist lecker. Oh, das ist... 40.000 mit den zwei Ecke, mit den zwei Zügen. Das ist schon eine leckere Sache, du. Den selben Bahnhof würde ich dann gern hier hinsetzen, weil hier unsere Eisenerzproduktion eigentlich aktuell stattfindet und natürlich auch dann der Rest. Und man muss halt natürlich auch schauen, dass man das irgendwie alles verwalten kann. Aber es läuft gut, es läuft gut. Ich bin erstaunt, wie gut es läuft. Jetzt müssen wir dann bloß das Geld noch sparen, damit wir dementsprechend größere Sachen machen können. Also was auf jeden Fall hier hinkommt, ist ein großes Lagerhaus. Ich weiß bloß nicht noch genau wo. Ich glaube, das setze ich wirklich... Es muss ja in der Nähe von dem auch sein.
Das ist jetzt so ein Lagerhaus. Das ist rein für Holz als Backup-Lager. Pirchtenstedt akzeptiert. Die lieben ihre Holzträger, wisst ihr das? Und der nimmt die jetzt zwischen auf, während der hier sozusagen sich vollpumpen kann. Da kommen immer so ein paar rein. Zwar nicht viele, aber natürlich, der andere wird sich jetzt langsam auch im Lager voll machen dann. Und rein theoretisch könnten wir das zu einer Holzproduktion dann anfahren. Und sagen, hey, wir machen das hier weg. Wie viel kostet ein Haus ab? Oh Gott, das wird wieder teuer. Allein die Häuser abzureißen, kostet mich dann wahrscheinlich ein paar Mille. Ich würde mal gerne trotzdem gucken, was kostet so ein Produktionsgebäude? So eine Verarbeitung. Wenn ich jetzt hier sage, ich will eine Kreissäge. Ich will jetzt keine Holzträger herstellen. Perfekt, okay, das wäre schon mal eine Idee. Dann tun wir hier zwei Lagerhäuser rein, theoretisch hinstellen. Die einen produzieren halt das, die anderen das. Und dann tun wir sozusagen das einfach runter produzieren und irgendwo nochmal ein Transportgebäude hinsetzen dann. Die bauen auch jetzt alles voll, die wollen unbedingt... Wow! Okay! Lol, und unsere... Eisenproduktion, was ist mit unserer Eisenproduktion los? Warum ist jetzt. Warte mal. Der ist fast voll, der nicht. Kann ich irgendwie da helfen? Weil jetzt kommt irgendwie die Eisenproduktion gleich nicht mehr hinterher. Wie schaut es denn aus mit der Eisenproduktion eigentlich aktuell? Ja, wir sind fast leer. Förderband. Da kann ich doch rein theoretisch, wenn ich jetzt sage, okay, ich will hier ein Aufnahmeförderband. Ja, wie war denn das nochmal? Verbinder hier so. Dann setzen wir, keine Ahnung, hier. Ich brauche eine Brücke. Das ist gerade echt schwer zu designen, wie du sagst, okay, dann sagt, ich habe das sehr eng designt, das ist nicht gut. Weil die klauen ihm natürlich jetzt gerade hier die ganzen Ressourcen rein, theoretisch. Und jetzt habe ich das so eng. Das kann nochmal weg. Ich würde jetzt gerade eiskalt den abreißen. Kann ich mir das leisten? Kann ich mir sicher leisten. So. Produktionsgebäude, eine Eisenmine. Und die eiskalt so platzieren, dass ich hier... Aber da draußen kann ich es eh nicht platzieren. Aber ich kann sie hier so platzieren, dass ich... Hier, warte mal, jetzt machen wir hier... Förderband. Wir brauchen eine Brücke. Das ist wieder so. Dann muss ich hier mal die anheben, so. Förderband. Dann hätte ich gerne eine Brücke. Das funktioniert nicht, weil ist natürlich... Ich hätte gerne eine Brücke. Da, jetzt sag mir nicht, ich darf nicht über Straßen drüber. Kann hier nicht gebaut werden. Okay, was ist mit einem Tunnel? Was ist mit einem Tunnel? So, Tunnel bauen. Achso, ich habe vergessen.
Wahrscheinlich kann ich das auch rein theoretisch machen, indem ich... Oh, jetzt habe ich nicht... Jetzt habe ich terraformt. Jetzt habe ich terraformt. No. Förderband verlegen. Ne, abbrechen. Brücke. Zwei hoch. Ja, schwer. Jetzt so. Und das sollte doch dann... So. Jetzt müssen wir dann nur noch hier umdrehen, weil das soll ja alles in die Richtung laufen, genau. Dann brauchen wir die Verbinder. Also willst du... Boah. Das funktioniert, aber der Rest nicht. Aber warte mal, ich kann bestimmt hier lang weg. Und ich krieg das schon hin. Das funktioniert jetzt irgendwie. So. Und dann lege ich neue Förderbänder. So. So. Das funktioniert. Jetzt muss ich euch nur so umdrehen, dass ihr rausgeht. Genau. Zack. Und dann sind wir schon wieder angeschlossen komplett im System. Jetzt liefern die auch. Jetzt wird gepumpt, Jungs. Wir machen jetzt erstmal natürlich die Förderbänder voll, weil der nächste Zug wird erstmal Probleme haben. Ach ja, der füllt sich jetzt schon. Nicht stetig, aber wir werden uns alle langsam jetzt dann füllen. Er füllt sich jetzt besser, jetzt der Share 10. Er nimmt jetzt schon ein bisschen was ab, aber der fängt jetzt an, sich zu füllen. Jetzt können sich alle anfangen, wieder zu füllen. Die Kohle kommt auch nicht nach. What? Wir haben keine Kohle mehr. Der hat Eisenproduktionskohle. Okay, dann brauchen wir einen... Hier kommen die ersten zwei weiteren. What? Nicht für dieses Depot geeignet. Ich habe ein neues Depot. Neues Depot, wenn mal Fahrzeugdepot. Was für ein Depot brauche ich denn dann? Das ist doch ein normales Depot. Ja, dann brauchen wir halt erstmal nur... Wo ist denn die Kohle wieder da? Kaufen. Und nochmal kaufen. Und du gehst auf die... Eisenproduktionskohle. Genauso wie du da drauf gehst. Und alle losschicken. Und jetzt werden die sich unten mit Kohle bereichern. Oh, wir kommen nicht mal mit der Kohle. Oh. Das ist natürlich auch nicht gut, wenn ich alles so auspumpe, dass wir fast keine Produktion mehr leisten können. So. Wo ist denn hier das Kohlelager? Da. Das muss ich langsam mal füllen, weil jetzt wird es richtig leer gepumpt erstmal. Sonst haben wir aber auch keins, ne? Das ist alles... System... Alter. Die Kohle muss fließen, Jungs. Aber Leute, das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.